Hallo ihr Lieben, ja, ich habe es endlich mal wieder geschafft, einen Food Haul für euch zu drehen, wollte ich sagen, aber ich fange ja jetzt erst an, genau, also ich schaffe es jetzt das erste Mal wieder seit langem, ich habe Zeit und ja, würde euch jetzt gerne zeigen, was ich heute alles beim Lidl eingekauft habe. Und ich habe 95 Euro aufgerundet bezahlt und ich würde sagen, wir fangen mit der ersten Tüte an. Ich habe hier einmal Eier mitgenommen, 10 Stück. Was ich irgendwie blöd fand, dass die nur noch Esseier hatten, aber ja gut, ist halt so. Hauptsache wir haben welche. Dann habe ich auf TikTok oder Insta so einen Zwiebelsalat gesehen und es sah so geil aus und darum habe ich mir jetzt rote Zwiebeln gekauft, weil ich den nachmachen möchte. Ich glaube, mir fehlen aber noch Zutaten dazu. Das war jetzt so spontan, kennt ihr das? Man sieht was und dann denkt man, oh ja. Das werde ich aber später dann nochmal in Ruhe anschauen und falls mir was fehlt, ich will dann noch zum DM, gucke ich, ob ich das da noch bekomme. Dann habe ich einen Blumenkohl gekauft. Ich weiß noch nicht, was wir genau damit machen, ob wir einen Blumenkohlauflauf machen oder ob ich den ins Ofengemüse mache. Genau, aber ich habe ihn jetzt mal mitgenommen. Dann gab es zweimal Speisequark. Ist voll hell wieder, ne? Genau, für Bananen mit Quark. Dann habe ich wie immer unser Toastbrot einmal mitgenommen. Von Müllermilch habe ich einmal Bananengeschmack und einmal Schokogeschmack so Getränke mitgenommen. Dann hatten wir letztens kein Mehl mehr und mussten uns deswegen was von der Nachbarin ausleihen. Das möchte ich ihr zurückgeben. Deswegen habe ich zweimal mit Mehl mitgenommen, einmal für uns, einmal zum Zurückgeben. Dann gab es einmal Schokolinsen. Ach nee, mit Erdnüsse. Dass man was zum Naschen daheim hat. Dann habe ich auch auf TikTok diesen Zwiebeltrend gesehen mit der Gemüsezwiebel, wo man so Butter und Gewürze und so rummacht und es dann im Backofen tut. Und auch das möchte ich ausprobieren und deswegen habe ich Gemüsezwiebeln mitgenommen. Ich dachte mir auch, die kann ich aber gut für mein Ofengemüse verwenden. Ja, genau, darum durften die mit. Auch fürs Ofengemüse habe ich so einen 1 Kilo Karotten mitgenommen. Ich finde es voll lecker, wenn man die so mit da rein macht. Die schmecken dann einfach so wie aus der Bratensoße. Ich weiß nicht, ob ihr den Geschmack kennt. Dann durfte ein Päckchen Zucker mit für den Vorrat. 2,5 Kilo Kartoffeln. Zum einen für Ofengemüse oder vielleicht auch Bratkartoffeln oder Kartoffelsuppe. Ich weiß es noch nicht so recht. Ich habe halt mal wieder welche mitgenommen. Und eigentlich kaufe ich davon immer so einen Sechserträger, hatten die aber heute nicht mehr. Apfelwasser. Und deswegen habe ich nur 2 Flaschen mitgenommen. Weil ich mir dachte, naja, dann schaue ich nächste Woche nochmal hin vielleicht. Kriege ich dann ein bisschen mehr. So, jetzt wäre ich schon fast aus dem Bild gelaufen. Das räume ich jetzt schnell auf und dann geht es weiter. Wir machen gleich weiter mit Getränken. Ich habe zweimal von Volvic diesen Eistee Pfirsiche mitgenommen, weil er war im Angebot. Und habe ich gleich 2 Sechserträger mitgenommen. Dann habe ich dieses stille Wasser hier mitgenommen von Saskia. Das nehme ich immer mit in die Schule, in die Arbeit, aber auch für meinen Sohn für die Schule. Das fülle ich immer in die Air-Up-Flasche ein. Und dafür habe ich das mitgenommen. Und für so zwischendurch habe ich so Kirschwasser mitgenommen. Mit diesen Trägern, wenn man mal unterwegs ist, habe ich das halt immer total gerne in der Handtasche, falls man doch mal Durst hat, dass man einfach was dabei hat. Und genau, dafür habe ich das hier mitgenommen. Und muss ich das mal näher hier ranschieben. Dann kommen wir auch schon zu der letzten Tasche. Ich bin voll außer Atem, merke ich gerade. Ich habe heute nur 2 Taschen dabei gehabt und hatte alles rein und es war halt zu schwer und ja, egal. Ich habe zweimal diese Joghurt Neo mitgenommen. Die mag mein Sohn total gern, deswegen habe ich ihm 2 mitgenommen. Natürlich auch Bananen, sonst kann man keinen Bananenquark machen. Ne? Was auch nie bei uns fehlen darf, sind Tomaten. Ich nehme da immer irgendwelche, die halt gut aussehen. Da ist der Kassenzettel. Eine Gurke habe ich mitgenommen, weil ich fand die irgendwie nicht so
hübsch alle und deswegen habe ich mir die schönste rausgesucht. Und ja, ich esse ja so gerne Gurkensalat mit Joghurtdressing. Aber vielleicht habe ich nächste Woche mehr Glück, wenn ich ewig am Apfelwasser nochmal schauen muss. Dann gab es 3 so Käsestangen für unterwegs. Einmal Wiener Würstchen, weil ich dachte, da kann man vielleicht morgen Abend, wenn es schnell gehen muss, einfach Wiener mit Brötchen machen. Dann habe ich 2 verschiedene Schwarztees mitgenommen. Einmal von Messmer den Earl Grey in frisch pikant und so eine Schwarzteemischung. Ja, keine Ahnung, ich kenne mich mit Schwarztee nicht so gut aus. Mein Freund trinkt die aber total gern und er hat keinen mehr. Und deswegen habe ich ihm die mitgenommen. Ich hoffe, die passen. Dann habe ich ein Brot mitgenommen. Ist halt Brot, ne? Was auch nicht fehlen durfte, war ganz viel Mozzarella. Ja, ich glaube, da sage ich gar nichts mehr dazu. Wir lieben einfach Mozzarella. Eine Packung Teewurst habe ich mitgenommen. Dann habe ich gesehen, dass mein Jasmin-Tee im Angebot war. Den trinke ich total gern. Den darf man nur nicht so lange ziehen lassen, weil sonst wird er echt bitter. Da muss man echt aufpassen. Ich mache immer nur so 3 Minuten, aber ich liebe den total. Und ja, weil es jetzt wieder kälter wird, kommt wieder die Teezeit und du musst dir einmal mit. Dann gibt es heute Abend selbstgemachte Pizza. Darum habe ich so einen Teig hier mitgenommen. Also selbstgemacht. Ja. Dann habe ich aus Versehen zu viele Gelbwurstpackungen mitgenommen. Das war, ja, keine Ahnung. Habe ich nicht mitgedacht. Aber wir haben Übernachtungsbesuch und die lieben das total. Und ich hoffe, dass es nicht zu viel war. Aber ja, keine Ahnung. Kennt ihr das, wenn man mal Angst hat, dass es nicht reicht? Und so ging es mir da heute. Und ja, deswegen habe ich aus Versehen ein bisschen übertrieben. Für die Pizza habe ich noch Salami mitgenommen. Und natürlich Reibekäse. Ich nehme immer Gouda. Manchmal mag ich auch Emmentaler, aber das ist immer so unterschiedlich. Jetzt habe ich aber Gouda mitgenommen. Dann natürlich auch Weizenbrötchen, dass man Brötchen mit Wiener machen kann. Dann habe ich letztens auf Insta ja gesagt, dass ich Schokokrossis machen möchte. Habe ich auch gemacht. Und die waren ganz gut. Ich möchte mir aber jetzt, oh, falsche, jetzt welche mit Zartbitter machen, weil ich bin nicht so der Vollmilch-Typ, kann man das so sagen. Also ich mag eher Zartbitter. Und deswegen habe ich jetzt nochmal Zartbitter und nochmal Vollmilchschokolade mitgenommen, dass ich nochmal Schokocrossis machen kann. Weil da muss man ja immer gleich so eine ganze Kiste kaufen, Cornflakes. Und jetzt haben wir noch so viele und drum werde ich dann nochmal welche machen. Dann gab es Red Bull, 2 Dosen ohne Zucker und 2 Dosen mit. Ich versuche nämlich im Moment alle Sachen ohne Zucker einfach mal geschmacksmäßig auszuprobieren, ob das besser schmeckt. Und genau, deswegen habe ich das so mitgenommen. Dann 3-mal so Isosportgetränke. Und ich wollte voll gern mal diesen Eistee mit Zitronengeschmack probieren und deswegen habe ich da auch eine Flasche mitgenommen. Ja, und das war schon mein Einkauf. Also wie gesagt, das waren 95 Euro und irgendwie ist es schon viel, ne? Also vom Heben her war es echt viel und genau, das ist jetzt mal beendet das Video aber schon. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat, dass es mal wieder ein Food Haul auf meinem Kanal gab und ja, ich räume das jetzt mal auf. Ja, aber das ist wahr. Wünsche ich euch wie immer allen eine gute Zeit. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!